Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir haben unser erstes Eigenheim hier in Enderal, hier im Ark, gekauft und unser Geld einfach mal in der Bank einfach noch eingelagert. Beziehungsweise apropos Bank. Wie viel bekommen wir jetzt dadurch, dass, was wir da drinnen haben, an Zinsen? Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Nur das Beste aus endraleischem Boden. War das doch die Bank, oder? Nein? Was war die Bank? Sitzen einfach nur rum und warten. Hier, das ist die Bank. Wie viel bekommen wir jetzt an Zinsen insgesamt? So. Hallo. Natürlich. So, ich bekomme durch Zinsen 13 Groschen am Tag und durch Anteile 6 Groschen pro Tag. Aktueller Kontostand 690. Schreitet also wohl. 19 Groschen am Tag verdiene ich jetzt dadurch. Und 250 Groschen am Tag Zinsen kann ich maximal bekommen. Grüße. So, okay. Ich würde dann aber mal so durch die Weltgeschichte mal gehen und gucken, was da, ne, das Kasernenviertel, da wollte ich jetzt nicht hin, verdammt. Viele bewegende Ereignisse oder Gedanken wurden über die Jahrtausende in der Draleischen. Egal, von hier kommen wir doch auch irgendwie raus, oder? So. Madame. Wo geht's hier nochmal raus? Da vorne. Herzland. Ich will mal ein bisschen jetzt auch die Gegend erkunden. So, Ark Nordtor entdeckt. Ach, das ist das Nordtor, das wir noch nicht entdeckt hatten. Komisch. Wieso hatte ich das noch nicht entdeckt? So, da haben wir einen Myradenturm. Hier haben wir noch einen. Pulverwüste. Wollen wir mal in Richtung Pulverwüste gehen? Ich würde gerne wissen, wie es da aussieht. Wir haben jetzt Schnee und grüne Landschaften entdeckt, gesehen gehabt. Und ich würde gerne wissen, wie hier dann ja, die sandigen Gebiete aussehen. Einfach mal ein bisschen erkunden. Und hoffen, dass wir auch stark genug sind, die Gegner zu überwältigen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir auch bessere Rüstung. Feld an der Mühle entdeckt. Was ist denn das da? Alter Getreidespeicher benötigt einen Schlüssel. Ansprechen Bauer, Bauerin. Oh, die tun mir echt leid, dass die hier draußen pennen müssen bei dem Wind und Wetter. Das ist ja bitter. So, Wüste wäre hier jetzt nach rechts. Mal gucken, ob wir dort in der Lage sind, zu überleben. Aber ich will einfach mal in die Welt hinaus jetzt. Und wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Und Jesper hat Zeit. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, was es gibt zu erleben, zu entdecken, zu erforschen. Und ich wollte hier auch nochmal gucken. Wir haben keine Lernpunkte, die wir investieren können. Okay, Wolf,
Wo ist der Bär? Da ist er. Ich wollte am Bär nur vorbei. Ich will nur vorbei, ja? Ich tu dir nichts. Da kämpfe ich lieber gegen die Wölfe, anstatt gegen den Bären. Ich tu dir nichts. Okay, hier ist wieder jemand tot. Reisende. Eisenschwert. Endralea Groschen. Der sieht aber auch echt cool aus. Mittlerer Rucksack. Wir haben endlich... Okay, Marodeur. Ich glaube, den Kampf werde ich nicht gewinnen. Aber der hat ein besseren Schild. Ich hoffe, der ist nicht in der Lage, mir hinterherzukommen. So, erstmal was essen. Was können wir essen? Essen wir mal das Brot. Mal gucken, wie gut das ist. Irgendwo sehen die uns noch. Ach, da hinten. Hier müsste ich nicht mehr in Reichweite sein. Ich höre die Wölfe immer noch. Aber sein Schild will ich haben. Das ist ein Orkschild. Das ist der Marodeur, ne? Die Schlampe war doch eben noch da. Warum nennt er mich die ganze Zeit so? Ich hoffe, wir kommen nicht hier hoch. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein. Verdammt. Jetzt bin ich am Arsch. Marodeurin auch noch. Teddy, kannst du dich um die kümmern? Okay, ich bin weit genug weg von denen. Automatisch speichern. So, Leben erstmal auffüllen. Das heißt, ich werde hier wieder auftauchen, wenn ich dann doch noch drauf gehen sollte. Aber ich will dessen Schild haben. Von den Marodeuren. Ja. Teddy, nein! Okay, wir warten erstmal, bis die Gesundheit voll ist. Und dann locken wir den hier hin. Vielleicht kann der Bär mir helfen. Wie weit sind die denn?
Bär, ich tu dir nichts. Bär geht auf die los. Junger Braunbär. Wer gewinnt? Marodeur oder Braunbär? Das wirst du bereuen! Das wird noch Probleme geben hier. Schlampe-Elende, das wirst du bereuen! Jetzt muss ich die Flucht ergreifen. Nein! Ah, verdammt. Das ist mir doch ein bisschen zu hart hier. Mit dem Marodeur. Okay, in Richtung Wüste können wir vergessen. Erstmal. Wir sind einfach nicht stark genug dafür. Erinnert mich wirklich ein bisschen an Gothic. Und da kannst du auch nicht einfach irgendwo hin, bis du stark genug bist. Daher dann stelle ich mir die Frage, wo soll ich stattdessen hin? Was soll ich machen? Ich geh mal den Weg, mal gucken, wo das hinführt. Es wäre aber so schön gewesen, hätten wir hier irgendwie... Wir könnten auch den weiten Weg Richtung Wüste nehmen. Zur Pulverwüste. Golden Forest ist ja hier. Dann müssen wir da hinten dann über der Brücke gleich nach... Ja, da ist die Brücke, nach rechts abbiegen. Da ist wieder ein Esel. Brückenkopfhof. Bauerngardist. Kornhof, Talgard, Ark. Mirel Hufenschlag. Wanderer. Elena Unmut. Ja. Was wollt ihr? Bedrückt euch etwas? Bedrücken? Ja, das könnte man so sagen. Das ist auch der Grund für diesen Aushang hier. Was oder wen sucht ihr denn? Tja, wie nennt man so jemanden? Einen Söldner, schätze ich. Jemand, der viel rumkommt. Okay, ich komme viel rum. Worum geht es denn? Bevor wir dieses Gespräch weiterführen, ich habe kaum noch Groschen. Meine letzten Ersparnisse habe ich für den Apothekarius ausgegeben. Wenn ihr mir also helft, ich weiß nicht, ob ich mich angemessen erkenntlich zeigen kann. Sagt mir erstmal, was ihr braucht, dann sehen wir weiter. Euer Pech ohne Sold arbeitet. Sagt mir erstmal, was ihr braucht, dann sehen wir weiter. Na schön. Meine Tochter, Bea, sie ist krank. Das Ganze ging vor ungefähr einem Mond los. Fieber, Übelkeit, Schmerzen am ganzen Körper. Mit einer Apothekarius habt ihr schon gesprochen? Das ist es ja. Der alte Marlon, ein Apothekarius, der bislang uns Bauern hier geholfen hat, ist vor einem halben Jahr von einem Wolf angefallen worden. Er hat es nicht überlebt. Ihr könnt euch denken, wie schlimm es war. Ich habe alles versucht, aber es half nichts. Bea wurde immer, immer kränker. Hm? Warum seid ihr nicht in die Stadt gegangen? Dort gibt es Apothekari. Und wer hätte in der Zeit auf Bea aufpassen sollen? Nein, ich konnte sie nicht allein lassen. Nicht so lange. Hm, verstehe. Und dann? Dann kam dieser Wanderer. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir, er habe beim Bund der Apothekarii studiert. Er hatte zwar nicht die gelben Roben, aber
Er schien zu wissen, wovon er sprach. Und er erklärte sich bereit, Bea zu untersuchen. Umsonst. Mit welchem Ergebnis? Darmwürmer. Darmwürmer? Ja. Das ist eine Krankheit aus Kyra. Bea hat in der Stadt immer unsere Ernte verkauft. Sie muss es sich da von einem der Kohlemenschen eingefangen haben. Der Apothekarius meinte, dass kaum eine Arznei hier aus Enderal dagegen wirken würde. Aber er hatte eine Art Geheimrezept, weil er selbst schon öfters das Rote Meer überquert hatte. Wozu braucht ihr dann noch ein Meinhild? Das ist es ja. Die Zutaten sind ungewöhnlich. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, wo ich sie herbekommen soll. Und ein Alchemist bin ich auch nicht. Hier, seht selbst. Das Elixier. Das Rezept für das Elixier lesen. Erst einmal dieses Rezept. Was gibt's noch? Geistertuch und Nachtschatten. Ah, macht auch Ambrosia. Okay. Mirels Rezept. Rezept für ein Elixier gegen Darmwürmer, zertifiziert durch den Bund der Apothekari. Zutaten: eine Portion Rattenfleisch, ein Bündel Knoblauch, ein paar gelbe Schmetterlingsflügel, eine Winnwurz. Und er weiß nicht, wo man die herbekommt? Das ist wirklich ein ungewöhnliches Rezept. Ihr wollt also einen Söldner, der euch das Elixier herstellt? Richtig. Meine Dame, ich weiß, die Zeiten sind hart. Aber wenn ihr die Zutaten beschaffen und mir den Trank brauen könntet, ich wäre euch für ewig dankbar. Und ich würde euch entlohnen. Ich weiß noch nicht genau womit, aber irgendwie. Na gut, ich sehe, was sich tun lässt. Wirklich? Das weiß ich zu schätzen. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Ihr habt sicher eine Karte, oder? Lasst mal sehen. Hier. Das ist mein Haus. Kommt einfach wieder, wenn ihr den Trank habt. Ich werde im Hof auf euch warten. Ich habe Bea ohnehin schon viel zu lange allein gelassen. Und nochmals, danke. Jo, die Zutaten für das Rezept sammeln und das Elixier brauen. Schwierigkeitsstufe 1 Stern. Und das ist der Wanderer? Nabend. Nabend. Rattenfleisch für das Elixier auftreiben, Knoblauch für das Elixier. Schmetterlingsflügel und Levinwood. Okay, Schmetterlingsflügel und Rattenfleisch. Das brauchen wir noch. Das fehlt uns. Die anderen beiden haben wir ja in unserer Kiste. Und dann muss ich das irgendwo brauen. Wo kriegen wir gelbe Schmetterlingsflügel her? Über Türenzunge? Mal gucken, wo wir gelbe Schmetterlinge finden. Vielleicht müssen wir die einfach aus der Luft greifen. Ähnlich wie in Skyrim. Einfach mal so ein Fackelwürmchen aus der Luft ziehen. Naru? Kann ich dich looten? Nope. Kann ich leider nicht looten. Irgendwo hier muss es doch gelbe Schmetterlinge geben. Wenn das Wetter mal mitspielen würde. Richtig deutsches Wetter hier. So. Nee, ich wollte unten rum. Also unten hier die Straße entlang. Und dann gucken, ob wir da gelbe Schmetterlinge finden. Und Rattenfleisch brauchen wir auch noch. Suchen wir mal. Manche Schichten gehen einfach nie zu. Wem sagst du das? Wir
Will man damit hier irgendwie was andeuten, hier in Ark? Da schon wieder der nächste. Warum gibt es hier so viele von denen? Wie heißt du? Hund. Oh, ich will auch einen Hund. Warum kann ich hier keinen eigenen Hund haben? Oder vielleicht kann ich schon. Ich hab dich schon überall gesucht. Die Kommandantin will dich sehen. Kommandantin Ehren? Guten Abend. Also, ich dachte, was ist denn? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Zumindest klang sie nicht so. Meld dich einfach zum nächsten Appell bei ihr. Dann erklärt sie es dir selbst. Alles klar. Danke fürs Bescheid geben. Dein Ding. Pass auf dich auf, Bursche. Ich dachte irgendwie, guten Abend, dass die vorhatten, mich anzuquatschen. Oder was Segen? Einen Groschen mit auf. Ich hab keinen Groschen. Ich suche gelbe Schmetterlinge. Die müssen doch hier irgendwo geben. Schreitet wohl. Dankeschön, ihr auch. Ich laufe mal diesen Weg. Warum ist das Wetter hier so beschissen? Liegt es an der Uhrzeit? 9.14 Uhr abends. Ja, komm, wir gehen dann erstmal nach Hause. Schlafen da die Nacht durch. Und dann müsste besseres Wetter sein. Guten Abend. Aus, als kennt ihr die Gegend. Dürfte ich euch eine Frage stellen? Vielleicht. Was wollt ihr wissen? Ich muss in die Pulverwüste. Aber diese Nureyadenflüge sind so verdammt teuer. Wie komme ich mit dem Pferd von hier aus am besten dorthin? Die Pulverwüste. Am besten ihr folgt der Groschenstraße bis zum Goldenforst. Dann nehmt ihr den östlichen Durchbruch. Aber haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? Die Zeiten, in denen die Patrouillen der Garde noch so weit gingen, sind vorbei. Ich weiß, auf mich aufzupassen. Danke für die Auskunft. Nichts zu danken. Malfas segne euren Fahrtmägern. Und euren. Schreitet wohl. Hallo. Habt ihr vielleicht etwas zum Tauschen da? Was braucht ihr denn? So, mal gucken. Spitzhacke, die Ambrosia. Ich habe 2 Groschen. Kann ich erstmal irgendwas verkaufen? So, ich habe 2 Spitzhacken. Und ein Eisenschwert. So, was habe ich hier? Die Lederstiefel und die Magierrobe. So. Ich glaube, Mana wiederherstellen brauche ich nicht. Ich nutze keinen Mana. So, das glaube ich auch nicht. Hier behalte ich alles. Der Türenzunge. So, haben wir sie fast pleite gemacht. So, was hat sie? Gebratenes Rindfleisch sättigt für 900 Sekunden. Das nur 180 Sekunden. Sonst nur Lehrbücher. Ihr seid doch sicher viel rumgekommen. Abend.
So ein alter Kauz im roten Ochsen hat mir mal erzählt, dass es angeblich einen Brunnen im alten Nordwinddorf gibt. Wegelose Marie. Ich hab keine Lust, als wir das Viertel zu enden nimmt und deshalb auch nicht nachsehen. Aber vielleicht habt ihr ja nicht. Okay, ich habe selber die Hälfte von ihr kaum verstanden, weil der Fluss so laut ist. Guten Abend. So, aber... Wir gehen mal nach Hause. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. So... Guten Abend. Guten Abend. So, erstmal zum Marktviertel. Madame. So, Marktplatz. Lest Bücher, während einige davon euch helfen können. Das war es nicht. Das war es, ne? Wirklich mal härter durchgreifen. Ja, Haus des Wahnsinns. Aber cool, dass wir das umbenennen können. So, was haben wir hier? An Zutaten. Knoblauch. Eine brauchen wir. So, Knochenmehl, Lavendel, menschliches Herz, Moratapinel, Nebelschwamm, Salz, Scherkappe, Schlammmorchel, Winwurz, Weizen. Was brauchen wir noch für die Quest? Plattenfleisch und Schmetterlingsflügel. So, aber wir schlafen jetzt erst einmal. Hell sein und ich hoffe, die Sonne scheint. Ach nö. Ich war da irgendwie festgebackt. Okay. So, ab im Fremdviertel und dann suchen wir jetzt erstmal. Für den Zeitraum der Verwandlung in Wolfsform seid ihr unverwundbar. Oh. Nein, nicht zum Marktplatz. Madame. Worauf warten die alle? Meine Meinung will ja keiner hören. Fremdländer, wohin man schaut. Wohin soll das nur führen? Naja. Grüße. Wurden die jetzt alle da rausgeschmissen oder wollen die alle da rein warten auf etwas? Mega und... Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Ja, ja. Zu wenig Wegestreue, zu viel kyranischer. Warte mal, was war das denn? Das sind doch die wahren. Ah, okay. Das war... Okay, suchen wir jetzt mal... Ratten? Ratten weiß ich, glaube ich, wo welche waren. Vielleicht kriegen wir da noch Fleisch raus. Also Rattenfleisch. Da bräuchten wir ja eins. Morala Segen. Ja, Morala Segen. Wer jetzt Morala ist. Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Madame. Hier geblieben, Schmetterling. Ja, gelbe Schmetterlingsflügel. Den haben wir. Jetzt nur noch eine Ratte. Madame. Wo hatten wir eine Ratte gesehen, ja?
Da kommen die gleich zu dritt an. Was haben die vor? Von wo kommen die? Mal gucken, wenn wir hier weitergehen, ob wir vielleicht doch noch hier eine Ratte finden. Achso, wegen den Vögeln steckt die fest. Ich konnte die jetzt nicht einfach umrennen. Was ist das denn für ein Turm? Wahrscheinlich auch ein Myradenturm, ne? Klippenwacht entdeckt. Lebensflusstrank nehmen wir mit. Lauch nehmen wir mit. Gibt's hier jemanden? Alter. So, okay, haben wir. Nehmen wir mit. Kann man verkaufen. Käserad, nice. Essen. Essen ist immer gut. Eine Gabel. Eintopf nehmen wir mit. Bericht eines unbekannten Reisenden. Nehmen wir mit. Was ist mit dem Gold? Waren jetzt beide weg oder wie? Stahlpfeile. So, jetzt brauchen wir aber trotzdem auch noch was zu essen. Eintopf. Sättig für. Komm, wir gönnen den mal. War jetzt aber keine Ratte, was ich mir erhofft hatte. So, wenn wir den Weg hier weitergehen, kommen wir auch irgendwann zum Brückenkopfhof. Boah, bitte lass da eine Ratte sein. Das ist eine kleine Ruine. Und Tote. Jo. Das ist nicht das, was ich haben wollte. So, Eisenschwert. Knochen nehmen wir mit. Ich ergreife lieber mal die Flucht. Ich hatte mir jetzt eine tatsächliche Ratten erhofft. Läuft hinterher? Ich gehe mal weiter. Was hat das mit diesen ganzen erhängten Toten hier auf sich? Es sind schon viele erhängte Tote hier. Wölfe. Und ein Bär. Ich glaube, diesen Weg entlang werde ich lieber sein lassen. Da muss ich an den Toten da vorbei.
Obwohl, es kann sein, dass wir... Jetzt sind wir wieder voll mit Leben. Wenn wir den kaputt hauen. Wie schnell ist das Hühnchen, bitte? Jetzt aber. So, durchsuchen. Das nehmen wir mit. Dann liegen hier noch gefüllte Seelensteine rum. Was? Kleines Geheimfach entdeckt? Das ist ja cool, dass da noch ein kleines Geheimfach war. Was sind das? War Türenzunge nochmal? Okay, jetzt ist aber echt schwer, Rattenfleisch irgendwie zu organisieren. Obwohl ich kann mit... Genau, Felsenzuflucht. Da waren irgendwo Ratten. Die da einfach nur auf mich gewartet hatten. Wenn wir die erlegen, kriegen wir hoffentlich welches, also auf jeden Fall. Ich finde es schade, dass gerade so grau ist. Was haben wir denn für eine... Mondas, 9.18 Uhr morgens, 25. der Sommernacht, 4. Ära. Gibt es hier auch Jahreszeitenwechsel? Boah, das wäre so cool, hätten die hier... Oder würden die hier Jahreszeitenwechsel machen? Das gab ja in den ganz alten Elder Scrolls Teilen, also in Arena auf jeden Fall, Daggerfall zum Teil auch. Morrowind gab das dann halt nicht mehr. Und wenn das irgendwann wiederkommt, das fände ich so nice. War das schon die Brücke hier? Nee, ich bin schon lange dran vorbei. Wie doof will ich sein? Ich? Ja. Da hinten war das. Mit dem Ratten. Ist mir jetzt egal, ich schwimme jetzt einfach durch. Interessant, wie wir schwimmen.
So, hier, da sind sie. Wie jetzt, die haben nichts. Okay, wenigstens Stufenaufstieg. Nochmal in Gesundheit. So, Stufe 8. Lernpunkte 23, Handwerkspunkte 24. Änderungspunkte 1. So, haben wir aber... Wir haben noch nichts, was wir auf Geselle machen können hier. Aber ich will trotzdem hier... So. Schatten des Windes, Salbenkunde, geschickte Hände. Hinterhältig. Ich würde trotzdem lieber erstmal noch in die Richtung gehen. Hüter Moloch. Schwerrüstung ist weitere 13% wirkungsvoller. Was macht das? Schildwall. Stufe 1 Blocken ist 15% wirkungsvoller. Stufe 2 ist weitere 13% wirkungsvoller. Fester Stand. Geschiente Gliedmaßen. Aber ich will wissen, was es macht. Tragt die ausschließliche Schwerrüstung, wird Sturzschaden um die Hälfte gemindert. Fester Stand. Wenn ihr ausschließlich schwere Rüstung tragt, fällt es Gegnern schwerer, euch ins Taumeln zu bringen. Das brauchen wir. Pfeilwall. Pfeile, die ihr mit eurem Schild abfangt, verursachen fordern keinen Schaden mehr. Ah, wie nice. Gehen wir in die Richtung. Was ist hier eigentlich? Abwehr ausmanövrieren? Erhöht eure Chance, auf blockenden Gegner einen kritischen Treffer zu landen. Kritischer Treffer. Stufe 1 bei Angriff mit einer Einhandwaffe erhöht sich euer kritischer Trefferschaden um 20%. Dann nochmal um 20%. Okay. Wirbelklingen. Angriff mit zwei Einhandwaffen sind 15% schneller. Brauchen wir nicht. Klingtenser Sprintstoß. Ermöglicht es euch im Sprint einen kraftvollen Angriff auszuführen, der doppelten kritischen Schaden verursacht. Oh. Liegt eure Ausdauer über 15%, ist eure Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu landen, um 8% erhöht. Was sind wir jetzt? Klingentänzerin, Hüterin. Okay, wir sind jetzt zwei Klassen. Im Jahr 8223 nach Sternenfall veranlasste der Orden, dass in Enderal jeglicher Handel mit anderen Kontinenten aufkommt. Ah, herrlich. Oh! Es ist jetzt grün! Und ich habe immer noch keine Ratten hier. Muss ich das jetzt kaufen gehen? Rattenfleisch, wirklich? Ich glaube, mir bleibt keine andere Wahl, außer das wirklich jetzt einzukaufen. Aber ich finde es jetzt schön, wie grün das ist. Gerade alles arschgrau. Wie Wetter einfach die Welt ändern kann. Wirklich. So, aber dann gehe ich lieber vielleicht mit einem Stück Rattenfleisch kaufen. Schreitet wohl. Jo, ihr auch. Ja, das will ich nicht nochmal lesen, aber ich beziehungsweise wollte ich schon ein bisschen lesen. Ich finde das irgendwie ganz komisch hier. Die Magische der Entropie ermöglicht es euch, Wesen aus anderen Realitäten in eure... Ah. So. Auf zum Marktplatz. Jetzt, wir brauchen dringend einen Alchemisten. Und kaufen dann von ihr das, was wir brauchen. Also das Rattenfleisch.
vor der Ära Azotorons. Hört meine Worte, o ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Ein Wunder ist geschehen. So. Schreitet bitte, wohl. Bitte sagt mir, ihr habt Rattenfleisch. Aber immer doch. So. Hat sie nicht. Schreitet wohl. Orangen, nur das Beste aus Endralis. Rena Shalam. Gerne, Shairi. Bitte hat er. Oder er? Bitte? Morales, Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. Nur das Beste, frisch aus Kille. Sieht ja. Selbst es hier. So. Datteln, Friedenskraut, Raubkatzenzähne, Tappwurzel, Batürenauge, Wurzgras. Keiner hat Rattenfleisch. Muss ich vielleicht in die Kanäle gehen? Hier, in die Unterstadt? Wo geht's zur Unterstadt? Madame? Unterstadt, die Richtung. Dann gehen wir mal in die Unterstadt. Ein erfahrener Jäger kennt das Verhalten der endraleischen Tierwelt. Mal gucken, mal vielleicht, fast zum Gruß. Vielleicht gibt es wirklich in der Unterstadt hier Ratten oder so. Ella Wonderful. Grüße. Unterstadt. Ah. Da haben wir eine Ratte. Hier gibt es nur einen Pfad. Und der führt abwärts. Verfluchter Pfad. Gestartet Blut und Staub. Die Grubenkämpfe im Schlagloch ansehen. Was? Okay, das sind nur ganz, ganz kleine Ratten. Ich habe solchen Hunger. Fleischmagenkranker. Fleischmagenkranker? Noch eine Wohnbaracke? Heimatloser? Willkommen im falschen Hund. Zum falschen Hund. Tavernengast? Ein Doppelbock vielleicht. Ist doch immer. Oberstädter. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Verdammt, die. Immerhin. Fehler? Was? Was seid ihr, ein Händler? So würde ich mich bezeichnen, auch wenn die Schnösel der goldenen Sichel mir da vermutlich widersprechen würden. Sagen wir es so, ich habe sicher das ein oder andere, was euch interessieren könnte. Und einem guten Fund eurerseits bin ich nicht abgeneigt. Wie sieht es denn mit ausgeliehenen Gegenständen aus? Ausgeliehene Gegenstände?
Ich glaube, ich weiß nicht, was ihr meint. Lasst mal sehen. Was hat er denn? Ja, okay, warte, wir machen erstmal so. Ambrosia hatte erstmal. Was hatte hier? Die will ich nicht. So, Goldbahn hatte. Sichere Straßen. Sela Pechstrang. Ali Schlag. Ralo Starkbier. Timon Tatenvoll. Er spielt. Was wollt ihr? Timon Tatenvoll. Alle anderen sind durchgestrichen. Kann ich das? Hirul Hasenfuß. Andrew von Myth. Maya Seitenspiel. Isa Immergrün. Die sind alle durchgestrichen. So. Schreitet wohl. Spielmannsfrau. Mal fast zum Gruß. Ja? Was? Samuel, der falsche Hund. Hallo. Nee. Schaut mal wieder vorbei. Geht weiter. Schankmann. Was? Die ist aber richtig angepisst. Was wollt ihr hier? Begafft jemand anderen? Ja, ich hau schon wieder ab. So, wir hatten aber jetzt eine Quest bekommen, Blut und Staub. Wo muss ich hin? Da lang. So, Barackenplatz. Der Wegelos im dunklen Gewand. Wieder am Ascherhaupt? Forusha Ascherhaupt? Ja? Verschleierter Magier? Wer? Manche Leute wissen einfach nicht, was ihr Pfad ist. Okay, da geht's auch noch zu dessen eigenem Marktplatz. Hure. Kaverne Arena Platz. Ralata Scherer, wir warten immer noch auf eure letzte Zahlung. Gibt es irgendetwas, das wir wissen müssten? Ralata Scherer, nein, alles ist in bester Ordnung. Ich arbeite so hart ich kann, aber in letzter Zeit komme ich nur schwer über die Runden. Das interessiert mich nicht. Ihr wollt auch in Sicherheit leben, oder? Ja. Gut. Ihr kennt die Regeln. Schutz gegen Bezahlung. Wir haben unseren Teil der Vereinbarung erfüllt. Nun seid ihr am Zug. Es ist ja nicht so, dass ich eine große Wahl hätte. Ich tue einfach mal so, als hätte ich das eben nicht gehört. Verzeiht. Ja, das Schattengeld wird gleich morgen da sein. Das wollte ich hören. Des Vaters Segen. Ralain? Und er geht wieder, okay. Altes Wasserwerk unter Stadt. Arenaplatz. Wohnbaracke. Spielmann.
Was? Süß an der Wolke? Ich finde das aber echt heftig hier jetzt gerade, die Unterstadt. So deprimierend und alles. Daher würde ich sagen, wir erkunden das in der nächsten Folge mal weiter. Und gucken uns mal die süßerne Wolke an. Und ja. Mal gucken, was wir hier sonst noch alles entdecken. Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.